Wiener Pilaf im Filoteig steht bei Konstantin Filippo auf dem Speiseplan. Das Huhn gemeinsam mit Karotten und Zwiebeln in Salzwasser zugedeckt ca. 20 Minuten köcheln lassen. Herausnehmen, abkühlen lassen und vom Knochen lösen. Das Fleisch in kleine Stücke teilen. Und den gekochten Reis zugeben. Gehackte Zwiebeln. Pistazien und Dörrpflaumen in Olivenöl und Butter unter gelegentlichem Umrühren bei schwacher Hitze 5 Minuten anrösten. Dann zur Reismischung geben. Mit Salz, Pfeffer und frischem Estragon würzen. Und alles vermengen. Eine hitzefeste Auflaufform mit Butter und Olivenöl bestreichen, mit Filo-Teigblättern auslegen, dabei die Enden etwas herausragen lassen. Die Filo-Teigblätter wieder mit etwas Olivenöl bestreichen, die Reismischung in die Auflaufform füllen und den überstehenden Filo-Teig darüber falten. Mit den restlichen Teigblättern abdecken. Nochmals mit etwas Olivenöl bestreichen und im auf 200 Grad vorgeheizten Rohr etwa 20 Minuten goldbraun backen. Danach 5 Minuten abkühlen lassen, etwas einschneiden, mit Olivenöl beträufeln, pfeffern und mit frisch geschnittenem Estragon garnieren. Mit dem Zimt-Zucker-Gemisch bestreuen. Viel Freude beim Nachkochen!